Millionen Menschen überall auf der Welt vertrauen einem faszinierenden Fahrzeug, der Luftseilbahn, auch hier am Fichtelberg. Doch ein bisschen Skepsis bleibt immer. Oh. Was jetzt? Man kann nicht einfach so aussteigen. Gefangen in der Gondel bei Eiseskälte, 40 Meter über dem Boden. Das ist der Albtraum für alle, die schon mal mit einer Seilbahn gefahren sind. Und auch ich weiß noch nicht so richtig, wie wir hier heute wieder rauskommen. Mit dieser Bahn beginnt vor 90 Jahren das Zeitalter der Seilbahnen in Deutschlands Bergen. Seitdem fährt die Angst mit. Das ist wie, jetzt sterbe ich. Echt geht auf die Suche nach dem Geheimnis sicherer Seilbahnen. Also, weil das geht ja echt steil runter, tief runter. Und man denkt immer nur, hoffentlich hält das Seil. Jetzt kommt ja gerade eine, ne? Unsere Recherche führt uns auch heraus aus den Bergen ins flache Land, nach Leipzig, zu einer bisher nicht erzählten Geschichte. Die Firma Bleicher, die war im Weltmarkt Führer. Es ist die Geschichte des einst größten Seilbahnunternehmens der Welt, deren Konstrukteure alles daran setzten, Seilbahnen sicher zu machen. Unsere Spurensuche aber beginnt in einer Gondel in Oberwiesenthal, die feststeckt. Mit Sven Voss, mit René Lötsch, dem Betriebsleiter der Fichtelberg Schwebebahn und dem Oberwiesenthaler Seilbahnexperten. Wolfgang Lars. Ah, okay, ich weiß Bescheid. Was heißt oh, René? Wir können nicht mehr zurück in die Station fahren. Das heißt, wir hängen jetzt hier erstmal fest? Ja, und dann müssen wir abseilen, Bergung einleiten. Wie hoch sind wir denn hier? Circa 40 Meter. Wow. Es wird nicht schlecht. Also, es kann immer irgendetwas sein bei aller Technik. Und die Auswirkungen, liebe Zuschauer, die können fatal sein. Anfang Januar 2015 müssen in Bad Hofgastein in Österreich 80 Menschen aus den Gondeln einer Seilbahn geborgen werden. Im Sommer 2011 sind in einer Kabine der Tegelbergbahn im Allgäu 20 Menschen gefangen. Eine ganze Nacht lang. Erst am Morgen nach der Havarie können sie geborgen werden. Per Hubschrauber, denn das Abseilen ist unmöglich. Die Gondel hängt zu hoch und das Gebiet darunter ist schwer zugänglich. Diese Bilder der bayerischen Polizei zeigen, wie aufwendig die Bergung ist. Drei Hubschrauber und fast 300 Rettungskräfte sind beteiligt. Es ist nicht die einzige spektakuläre Bergungsaktion in den vergangenen Jahren. Sölden im November 2004 im über 3000 Meter hohen Gletscher-Skigebiet. Damals erlebt der renommierte Skiort eine der größten Rettungsaktionen in der Geschichte des Alpentourismus. 115 Menschen sind in einer Gondelbahn gefangen. 70 Meter über dem Gletscher. Eine Bergung per Hubschrauber scheitert wegen starker Winde. Die Retter müssen sich mühsam über die Seile zu den Gondeln vorarbeiten und jeden eingeschlossenen abseilen. Manche sind bis zu 8 Stunden in der Gondel gefangen. Die Geborgenen leiden an Unterkühlung, an Stress, an Erschöpfung. Erst nach Einbruch der Dunkelheit werden die letzten der Eingeschlossenen in Sicherheit gebracht. Es ist das Dilemma von Seilbahnen, dass sie gerade in solchen Regionen funktionieren müssen, die schwer zugänglich sind und in denen das Wetter oft unberechenbar ist. Auffällig oft ist bei Havarien der Wind die Ursache. In Sölden und Bad Hofgastein waren es plötzlich auftretende extreme Sturmböen, die Seile ineinander verhackten und die Bahnen zum Stehen brachten. Welche Kraft der Sturm auch im Erzgebirge entwickeln kann, zeigen diese Bilder vom Nachbarberg des Fichtelberg, dem Klinowitz.
Solche Stürme können sogar das tonnenschwere Seilsystem der Oberwiesenthaler Bergbahn durcheinanderbringen. Die armdicken Tragseile rechts und links und das Zugseil in der Mitte. Wir sprechen hier über gewaltige Stahlseile, an denen so eine Gondel hängt. Trotzdem, Herr Lars, bieten die eine ordentliche Angriffsfläche für Wind. Die bieten eine Angriffsfläche. Man sieht das bei Windgeschwindigkeiten über 16 Meter pro Sekunde, dass sich die Tragseile zum Beispiel zusammenschlagen. Oder auch, das kann passieren, dass das Zugseil dann über das Tragseil fällt und die Bahn dann dadurch stehen bleibt. Aber das ist ja, ich meine, die sind ja unter Spannung, die sind irre schwer. Trotzdem geht das. Also und trotzdem geht das, man glaubt es nicht, aber es macht auch unheimliche Geräusche, wenn zum Beispiel die Tragseile zusammenschlagen. Die Seilbahnbetreiber jedenfalls müssen jederzeit für den Notfall gewappnet sein. Ich muss mich jetzt erstmal selber sichern, dass ich im Ernstfall nicht durch die Luke stürze, mhm, weil ich jetzt erstmal das ganze Berge-Equipment nach oben ziehen muss. Okay. Das heißt, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ja, ja, bitte. René Lötsch öffnet den Notausgang. Das ist der Fluchtweg in die Tiefe. Also du gehst nach wie vor davon aus, dass ich hier mit einem Seil runtergelassen bin. Wir müssen jetzt abseilen oder wir müssen hier oben bleiben. Du bist so streng. Ja. Die Anschlagpunkt. Also das macht einen sicheren Eindruck. Bis wie viel Kilo geht das? Also es ist genügend. Also solche schweren Leute hatten wir noch nicht. Klar muss so eine Übung sein, Herr Lars, aber welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Leuten, die sich hier abseilen lassen? Die Übung ist ja immer das Highlight, das Abseilen aus einer Seilbahn. Und ich hatte mal die Journalisten eingeladen, hier aus damals zu DDR-Zeiten. Und die wollten natürlich auch alle abgeseilt werden, so ungefähr. Und als ich dann die Luke aufgemacht habe, zum Schluss waren es von den 12 nur noch 3, die sich abseilen ließen. Ja. Und die anderen haben Angst bekommen? Die anderen haben sich dann ein bisschen in die Ecke verzogen und wollten nicht unbedingt die Nächsten sein. Was für Anfänger. Ja. Schon ein bisschen seltsam, auch wenn ich weiß, das ist nur eine Übung und auch wenn René ja immer beruhigend auf mich eingewirkt hat. Aber jetzt kommt gleich der Moment, wo man eben sich an dieses Seil hängt und allem, was hier besprochen wurde, vertrauen muss. Und es sind halt doch 40 Meter. Beidbeinig hier rübersteigen? Mhm. Wo halte ich mich fest? Okay. So, jetzt kannst du ja schon mal die Beine zusammen machen. Oh, das ist ein schöner Moment. Ich guck besser nicht runter. Sind es immer noch 40 Meter? Jetzt sind es bis noch 39. Ah, vielen Dank. Alles Gute. Oh, ich guck besser nach oben. Halleluja! Jetzt einmal runterschauen. Oh, Scheiße. Jetzt ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Jetzt könnte ich fast springen. So, danke schön. Also auch wenn das hier nur eine Übung ist, weiß ich jetzt, wie das ist, wenn man sich aus 40 Metern aus einer Schwebebahn abseilen lässt. Weiche Knie habe ich irgendwie trotzdem. Aber im Übrigen, in 90 Jahren Geschichte dieser Seilbahn hier in Oberwiesenthal gab es noch nicht ein schweres Unglück. Die Pioniere des Seilbahnbaus, sie waren klug und kamen im Übrigen nicht aus den Alpen oder aus Amerika, sondern aus Mitteldeutschland. Nichts erinnert in dieser verfallenen Industriehalle im Leipziger Stadtteil Gohlis daran, dass sie so etwas ist wie die Ruhmeshalle der deutschen Seilbahnindustrie. Und kaum etwas wäre bekannt darüber, hätten nicht der Dresdner Seilbahnexperte Carsten Lauterbach und der Historiker Manfred Hötzel Dokument für Dokument einer schier unglaublichen Geschichte geborgen, wie diesen Film. Er zeigt die spektakuläre Sentisbahn in der Schweiz, gebaut 1935 von einem Leipziger Unternehmen. Der Firma Adolf Bleichert, der einst größten Seilbahnfabrik der Welt.
Bleichert baut damals die beeindruckendsten und sichersten Personenluftseilbahnen. In Innsbruck und Garmisch-Partenkirchen, in Südtirol und in der Schweiz. Daran zeigt sich die Bedeutung der Firma Bleicher. Die war im Weltmarkt Führer auf dem Gebiet des Personenseilbahns. Alles beginnt mit diesem Mann, Adolf Bleichert. Er entwickelt die Seilbahn Ende des 19. Jahrhunderts zu dem Transportmittel für Industrie und Bergbau. Und mit jeder neuen Seilbahn perfektioniert er die Technologie. Bleicherts Seilbahnen können bald alles. Sie transportieren tonnenschweres Gestein. Sie bringen Holz über oft 30, 40 Kilometer aus den Wäldern des Balkan zu den Bahnhöfen im Flachland. Alles, was Bleichert entwickelt, findet sich noch heute als Prinzip bei Seilbahnen. Einseilbahnen mit vielen Gondeln hintereinander an einem umlaufenden Seil, ähnlich wie heute bei Sesselliften. Oder Seilbahnen für schweres Gut mit dicken Tragseilen, auf denen die Last fährt, und Zugseilen, die Last ziehen. Bleichertbahnen helfen beim Bau des Völkerschlachtdenkmals. Im Jahr 1900 hat das Unternehmen bereits 1000 Materialseilbahnen gebaut, überall auf der Welt. Wenn ich Lasten sicher durch die Luft transportieren kann, und das war ja nun 30 Jahre lang um 1900 passiert, da kommt man irgendwann auf die Idee, bei entsprechender Sicherheit kann ich auch Menschen durch die Luft transportieren. Und die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war eine Aufstiegsperiode, es ging nur vorwärts. Im Jahr 1912 entstehen in Bleicherts Hallen in Leipzig-Gohlis die Kabinen für die Bahn auf den Kohlern in Bozen, Südtirol. Sie ist die erste moderne Personenseilbahn überhaupt. Ein Symbol für den kommenden Ruhm. Dann beginnt der Erste Weltkrieg. Doch Bleichert bleibt erfinderisch. Das Unternehmen macht die Seilbahn dem Militär schmackhaft. Der Erste Weltkrieg war ja bekanntlich vorwiegend ein Stellungskrieg. Und man kam auf die Idee, dafür eine standardisierte Seilbahn einzusetzen, hinter den Frontlinien, vor allen Dingen in bergigen Gegenden. Für den Kampf Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Vogesen, in Tirol und auf dem Balkan baut Bleichert allein 650 Feldseilbahnen. Das war also ein Riesenabsatzgebiet und eben für die Firma Bleichert ein Millionengewinn. Nach dem Krieg sind Firma und Familie reich. Und sie werden noch erfolgreicher dank der Kooperation mit dem Südtiroler Ingenieur Luis Zueck. Zueck erfindet die Tragseilbremse. Und? Ein System zum Spannen von Trag- und Zugseilen, das die Fahrt bequemer macht und vor allem die Seile schont. Das System Bleichert-Zueck revolutioniert die Seilbahnwelt. Sven Voss klettert gemeinsam mit René Lötsch auf die höchste Stütze der Oberwiesenthaler Seilbahn. Sie wollen ganz nah an die Seile und sehen, wie sich das Bleichert-Zueck-System noch heute auswirkt. Schönen Platz hast du dir hier ausgesucht. Doch. Aber der Aufstieg ist ganz schön anstrengend, oder? Wirklich anstrengend, du. Wie viele Meter sind das jetzt hier? 35. Schön, um mal einen Überblick zu haben über Oberwiesenthal. Ja, kann man hier am besten genießen. Boah. Die beiden stehen genau dort, wo sich die zwei Gondeln dieser klassischen Pendelbahn treffen. Die talwärts fahrende zieht die bergwärts fahrende.
Gerade mal 280 PS braucht deshalb der Antriebsmotor dieser Seilbahn. Was man ja hier ganz gut sieht, ist natürlich die Geschichte, die sich Bleichert und Zueck ausgedacht haben, wenn es um diese Seile geht. Ja, weil seitdem werden die Zug- und Gegenseile natürlich richtig abgespannt, dass die richtig straff liegen und man fährt gerade über die Stützen drüber weg. Wenn du sagst Spanngewichte, wie muss ich mir das vorstellen? Wie bei einer Standuhr, dass auf der einen Seite von einem Pendel ein Gewicht hängt, auf der anderen Seite auch? Nein, es ist einmal so, in der Bergstation oben sind die fixiert und in der Talstation wird jedes Tragseil nochmal mit 42 Tonnen abgespannt. In der Talstation der Seilbahn wird das Prinzip sichtbar. Gigantische Gewichte spannen nicht nur die Tragseile, sondern gleichen ständig sanft den Lauf der Gondel aus. Man sieht es auch an den Stützen, wie sich das Seil etwas bewegt, wenn die Kabine kommt zum Beispiel. Jetzt kommt ja gerade eine, ne? Ja. Was ist, wenn das alles nicht so beweglich wäre, nicht mit nachgeben würde? Was wäre das für eine Beanspruchung dann? Ja, man hätte dann auf alle Fälle viel mehr Wechselwirkungen am Seil. Das würde dann schlussendlich zu Drahtbrüchen führen im Seil. Wenn man die Seile hier sieht, René, dann kriegt man schon einen Eindruck davon, wie massiv die sind. Du hast noch mal ein Modell für uns da. Ich habe einmal das Tragseil mit. Das sind 98 Einzeldrähte. Mhm. Davon sind zwei Lagen, wenn man das genau anschaut, in Z-Form. Das sind die äußersten zwei Lagen. Und in der Mitte, der Rest sind alles Runddrähte. Die greifen ineinander? Und die äußeren zwei Lagen, die greifen ineinander. Also wenn ein Drahtbruch wäre, würde das noch nicht auseinandergehen. Die würden sich also gegenseitig halten. Das ist das, wo die Gondel dranhängt. Jetzt muss sie ja irgendwie gezogen werden. Genau. Und da habe ich jetzt hier das Zugseil. Das ist bei uns hier an der Bahn ein 24 mm Seil. Das Zugseil liegt in der Mitte und zieht die Gondel. Sollte das Seil reißen, dann würde ein Mechanismus die Tragseilbremse auslösen, die an der Kabine ist. Und vier Backen würden sich dann sofort an dem Tragseil festklemmen und würden die Bahn zum Stehen bringen. Liebe Zuschauer, aber natürlich, das wissen wir, seit den 20er Jahren gehören die Bleichertbahnen zu den sichersten der Welt. Bleicherts Bahnen gelten ab Mitte der 20er Jahre als die besten. Dank Bleichert gewinnen die Österreicher gar den Seilbahnwettlauf auf die Zugspitze. Die Tiroler Zugspitzbahn, 1926 errichtet, ist spektakulär. Die Bahnen schweben oft hunderte Meter über unzugänglichen Gebirgsschluchten. Für den Notfall lässt sich Bleichert etwas Besonderes einfallen. Eine Bergegondel, die an die Kabine heranfahren kann und sie evakuiert. Bleichert überlässt nichts dem Zufall. Man musste die Bahnen windschlüpfriger bauen. Bleichert hatte da sofort eine Idee. Man baut einen Salon. Die sogenannte zwölfeckige Kabine wurde entwickelt und an vielen, vielen Seilbahnen danach umgesetzt, Personenseilbahnen. Das Leipziger Unternehmen baut jetzt überall in den Alpen, in den größten und bekanntesten Wintersportorten. In Innsbruck, Grenoble, Sestriere, in Garmisch-Partenkirchen, an der Zugspitze. Im Berchtesgadener Land ist sogar noch heute eine Original-Bleicherbahn im Dienst. Leicht erkennbar an der Form der Gondel. Sogar das Seil ist noch das Originale. Krieg, Zerstörung und die Verstaatlichung in der DDR aber setzen der Leipziger Seilbahngeschichte ein Ende. Als Bleichert 1940 die Fichtelberg-Schwebebahn auf Vordermann bringt, ist es das letzte große Personenseilbahnprojekt des Unternehmens. Die Seilbahnkompetenz Mitteldeutschlands stirbt nach und nach aus. Das hat Folgen.
Als in den 1980er Jahren die Oberwiesenthaler Seilbahn saniert werden muss, haben die Verantwortlichen ein Problem. Auch er. Wolfgang Laas ist damals technischer Leiter des VEB Fichtelberg Schwebebahn. Es gab im Ostberg keine Personenseilbahn, Schwebebahn-Spezialisten. Es gab in Polen eine Firma, die Transportseilbahnen baute. Die Polen sollen die Sanierung übernehmen, aber auch sie können ein Problem nicht lösen. Es gibt keine Tragseile mehr. Im gesamten Ostblock. Das Zug- und das Gegenseil, die kamen aus Zwickau, Seilfabrik Zwickau. Das war alles klar, aber die Tragseile eben waren nur ein Import möglich. Die Tragseile müssen aus dem Westen kommen. Kostenpunkt fast 400.000 D-Mark. Zu viel für die an Devisen klamme DDR. Eine Stilllegung der Bahn wird erwogen. Busse sollen die Touristen stattdessen auf den Fichtelberg bringen. Doch es mangelt nicht nur an Devisen, sondern auch an Diesel. Das rettet die Bahn. Nach langem Kampf entscheidet sich Berlin, die Tragseile zu bezahlen. Bis heute fährt die Bahn auf den West-Tragseilen aus den 80ern auf den Fichtelberg. Sie sieht aber wieder keine Seilbahn. Herr Jens, die Fichtelberg-Schwebebahn, die gehört zu Oberwiesenthal, genauso wie Jens Weißflug. Was verbindest du mit ihr? Ach, das sind eigentlich frühe Kindheitserinnerungen. Also mit der Kinder- und Jugendsportschule ging es ja dann hier mit Bahnen, Sesselliften auf und ab. Und ich denke, das war auch die Zeit, als ich das erste Mal dann in die Seilbahn gestiegen bin. Und das ist wie das erste Mal Rolltreppe fahren. Dann das erste Mal mit der Seilbahn, dann da über die Stützen schweben und jeder macht oder hält die Luft an. Also das sind schon auch so die ersten tollen Erlebnisse gewesen, die man dann hier in Oberwiesenthal hatte. Du bist in deiner Karriere mit Sicherheit tausende Male Sessellift gefahren und mit Bahnen. Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du sagst, boah, da musste ich die Luft anhalten, weil das war mir nicht ganz geheuer? Also das erste Mal mit der Zugspitzbahn, dann nicht nach oben, sondern dann oben aus der Bergstation raus. Da schaut man ja wirklich an dieser Zugspitzwand nach unten, senkrecht runter. Und das ist wie, jetzt sterbe ich. Also weil das geht ja echt steil runter, tief runter. Und man denkt immer nur, hoffentlich hält das Seil. Also da bin ich auch nicht angstfrei. Wenn wir noch mal über Oberwiesenthal reden, es gibt diese wunderbare Schwebebahn. Es gibt hier Skihänge, auf denen man wirklich schneesicher fahren kann. Es gibt viele Hotels hier. Was fehlt Oberwiesenthal? Oder gibt es Ideen, das Ganze hier noch weiter voranzutreiben? Ja, so ein Ort, der vom Tourismus lebt, der darf natürlich nicht stehen bleiben. Also wir sehen natürlich immer die unmittelbare Konkurrenzsituation mit dem tschechischen Keilberg. Da ist in den letzten Jahren aufgerüstet worden. Und da gibt es natürlich seit vielen Jahren auch die Idee, die Berge miteinander zu verbinden. Also die sogenannte Länderschaukel, die Peak-to-Peak-Bahn. Und von solchen Visionen lebt natürlich auch ein Ort. Es ist eine faszinierende Idee. Den höchsten Berg Mitteldeutschlands, den Fichtelberg, und seinen Nachbarn, den höchsten Berg des Erzgebirges, den Klinowetz, auf Deutsch Keilberg, mit einer Seilbahn zu verbinden. In der Region, in der vor 90 Jahren die erste Bergseilbahn Deutschlands entstand, sollen nach dieser Vision Skifahrer, Wanderer und Mountainbiker mit dem sichersten Verkehrsmittel der Welt in wenigen Minuten zum Nachbarberg auf die andere Seite schweben. Auf dem Erzgebirgskamm entstünde das mit Abstand größte und schneesicherste Skigebiet Mitteldeutschlands. Noch ist die Megaseilbahn ein Traum. Sicher ist, für dieses Projekt braucht es die beste Seilbahn und Sicherheitstechnik. Bei einer Spannweite von über 2 Kilometern zwischen den Masten würden die Gondeln fast 300 Meter über dem Talgrund schweben. Aber da sehe ich natürlich auch wieder das Problem des Windes, der Sicherheit. Und wir haben ja die zwei windanfälligsten Berge in Mitteldeutschland mit dem Brocken und dem Fichtelberg. Tatsächlich ist das Klima auf dem Fichtelberg so extrem wie auf 2000 Meter Meereshöhe in den Alpen.
Wie 2013. Da mussten 8 Menschen aus einem Sessellift geborgen werden, weil plötzlicher Eisregen die Anlage blockiert hatte. Die Bergung aus dem Sessellift aber, die ist aufwendig. Tja, mittlerweile ist es dunkel geworden hier am Fichtelberg und ich fühle mich wirklich wie jemand, den sie vergessen haben im Sessellift. Ich kann Ihnen sagen, kein besonders schönes Gefühl, aber das Gute ist, liebe Zuschauer, die Bergwacht ist schon alarmiert. Einfach aussteigen geht eben nicht. Ina Baumheier und Anton Porstmann von der Bergwacht Oberwiesenthal beginnen mit ihrer Bergungsübung. Unter sehr realen Bedingungen. Bei Kälte, Eis, Dunkelheit und vor allem Zeitdruck. Ein vollbesetzter Sessellift muss binnen 2 Stunden evakuiert werden. Die Bergretter haben deshalb genau ausgerechnet, wie viel Zeit sie haben. 4 Minuten für den Mast, 2 Minuten bis zum Sessel, 8 Minuten für das Abseilen. Die komplette Evakuierung würde die Bergwacht nie allein schaffen. In so einem Fall müssen Feuerwehrleute, Höhenretter und Bergretter aus dem ganzen Erzgebirge helfen. Ist da jemand? Ja, Herr Voss, guten Abend. Guten Abend. Ich komme gleich zu Ihnen. Boah. Du kriegst jetzt von mir einen Gurt angezogen, dass ich dich abseilen kann. Okay. Dazu brauche ich deine Unterstützung. Erstmal den ersten Arm hier rein. Das ist immer der unangenehmste Augenblick mit den ganzen dicken Skiklamotten. Das glaube ich. Von der Psychologie her, ich meine, ihr trefft ja auf Leute, die vielleicht dann im schlimmsten Fall schon eine Stunde hier sitzen, die verfroren sind. Die sind natürlich erst froh, dass sie euch sehen, aber dann sind die natürlich auch verängstigt. Also das ist der Punkt, den wir leider in keiner Übung, in keiner Ausbildung nachstellen können. Das ist immer das Riesenproblem, dass wir ja nicht wissen, auf was für Leute wir treffen. Ja. Versuchen die Leute zu beruhigen, die Abläufe zu erklären, was wir machen. Und ein Stück weit auch ein Vertrauen in die Technik herstellen, die absolut sicher ist. Es kann eigentlich nichts passieren. Okay, drehen Sie sich selber ein bisschen zur Seite raus. Ja. Wow. Okay. Okay. Und das ist alles. Ich hänge. Ist okay von der Geschwindigkeit? Ja, alles gut. Perfekt gerettet, danke schön. Liebe Zuschauer, zum 2. Mal am heutigen Tag bin ich froh, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Im Übrigen möchte ich mich bei allen bedanken, die hier heute geholfen haben bei diesem wirklich spannenden Dreh. Das Ganze können Sie natürlich nochmal in der MDR-Mediathek nachschauen. Und eins ist nochmal ganz wichtig. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie nie in eine solche Situation kommen, dass Sie gerettet werden müssen. Aber wenn, dann ist das Wichtigste, das haben Sie heute mitbekommen, Ruhe bewahren. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, ciao. 3. Oktober 1990. Die Menschen bejubeln die Wiedervereinigung, doch die Euphorie ist schnell verflogen. Gewinner und Verlierer, Träume und Hoffnungen in 1990, Aufbruch zur Einheit, Teil 3, gleich nach MDR aktuell.